Und was sagst du? Welche Lippe ist voller? Die hier oder die hier? Sieht das so aus, als hätte mir hier nicht eine Wespe reingestochen? Alter, das ist doch wie Botox, oder? Herzlich willkommen zu diesem Video und in diesem Video geht es mal um Lippenbooster, Schmolllippen, Knutschlippen. Keine rote Lippen, nee, das machen wir noch nicht, sondern einfache Booster. Bisschen Lippencontouring. Bisschen, zeig mir auf die Zunge gebissen. Aua, kennst du das? Oh, zeig mir voll hinten drauf gebissen. Alles, was du dafür benötigst, ist ein Lip Liner in Macadamia. Kein Weiß. So, Weiß ist zu kräftig. Nimm so ein Macadamia, das ist so ein gebrochenes Weiß. Ich muss immer wieder die Schärfe. Beim letzten Video war immer, ist die Schärfe immer rausgesprungen. So. Dann Rosenholz. Rosenholz ist, die kannst du immer verwenden als Lip Liner. Ja? Und ein Gloss. Weil Gloss, Lichtreflexion durch den Glanz macht die Lippe optisch etwas voller. Und dann brauchen wir Lippen. Und ich erkläre dir jetzt mal ganz genau, worauf du bei einer Lippe achten solltest. Wir sprechen ja immer in allem, was wir tun. Wir wollen ja immer das Bestmögliche aus uns rausholen. Aber was ist denn das Bestmögliche? Also sind jetzt irgendwelche aufgespritzten Botox-Lippen das Beste? Oder sind irgendwelche, woran erkenne ich denn, was die beste Form ist? Die Größe, ganz ehrlich, spielt überhaupt keine Rolle. Na, das ist wie beim Geschlechtsverkehr. Ja, die Größe spielt nicht die Rolle, die Technik macht das Ergebnis aus, sagt man ja so. auf jeden Fall geht es darum, warte mal, ich brauche jetzt irgendwas, wo ich dir das zeigen kann. So, hier. Die Lippe. Wir sprechen ja immer, ich muss ja nochmal einen Spiegel hinhalten, wir sprechen ja immer von dem optimalen, also die Proportionen von einem optimalen Gesicht. Und bei der optimalen Lippe sind die Proportionen zwischen Oberlippe und Unterlippe gleich breit. Das heißt, hier ist das Lippenherz, hier ist der höchste Punkt der Lippe und diese Breite ist gleich breit wie die untere Lippe. Dann haben wir proportional schöne Lippen. Und wie voll die jetzt nachher sind, ob du solche dicke Lippen hast oder ob das schmale Lippen sind, das spielt keine Rolle. Das ist völlig wurscht. Es geht um die Proportion. Ja, also quasi, wir wollen schauen, dass wir proportional ausgeglichene Lippen haben. Die Oberlippe und die Unterlippe haben eine schöne gleichmäßige Breite. Und der Rest ist völlig wurscht. Also, wenn du zum Beispiel eine schmalere Oberlippe hast, das ist bei ganz vielen so, unten kommt die Lippe ein bisschen raus, oben ist sie ein bisschen schmaler, dann gehst du oben schön auf die Kontur, unten innerhalb der Kontur und gleichst die Breite dementsprechend an. Jetzt zeige ich dir aber mal einen kleinen Lippenbooster. Kann ich das hier so am Vorbeigucken? Ja, das müsste gehen. Also einen kleinen Lippenbooster, wie du natural, full, glossy Lips dir schminken kannst. Wir benötigen als erstes mal ein Rosenholzton. Künstlerunterbrechung, lade dir jetzt deinen kostenlosen Make-up-Report runter, wo ich dir zeige, wie du dir dein eigenes Make-up-Imperium aufbaust. Über 20 Seiten voll mit Wissen, mit Geschäftsmodellen, mit Verdienstmöglichkeiten als Make-up-Artist, wie auch du eben dein Make-up-Business aufbauen kannst mit verschiedenen Geschäftsmodellen und so weiter. Step-by-Step-Anleitung und einfach nur Link in der Videobeschreibung, einfach draufklicken, E-Mail-Adresse angeben, auch im Spam-Ordner nachher nachschauen, manchmal rutscht die E-Mail da rein und das, dann zeige ich dir in dieser E-Mail sozusagen, beziehungsweise in diesem Make-up-Report, wie du dir dein eigenes Make-up-Business aufbauen kannst, worauf du achten solltest, welche Verdienstmöglichkeiten du hast, welche Zielgruppe du achten solltest und so weiter und so fort. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß, Rock the Make-up, dein Make-up-Broker. Wenn du das Video Contouring noch nicht angeschaut hast, nee, Contouring,
Ich werde das mal oben in der Infobox verlinken. Da erkläre ich dir ja, dass du mal dich komplett von den ganzen Regeln lösen kannst. Und die einzige Regel und die wichtigste Regel ist immer hell und dunkel. Hell hebt hervor, dunkel bringt Tiefe. So, also willst du etwas hervorheben, machen wir es heller. Willst du etwas zurücktreten lassen, machen wir es dunkel. Und das brauchen wir bei Lippen auch. Wir wollen quasi die Lippe an sich hervortreten lassen. Aber um das Ganze zu verstärken ist, stell dir jetzt mal vor, eine aufgespritzte Botox-Lippe. Vielleicht finde ich ein Bild und kann das einblenden. Was ist da? Warum wirkt die so voll? Naja, zum einen natürlich klar, die ist nach oben gebogen. Ja, so ein bisschen nach oben gebogen. Hier oben entsteht aber noch ein Schatten, ja, wo die Lippe nach oben gebogen ist. Und dadurch wirkt die Lippe natürlich auch optisch so ein bisschen voller. Und genau diesen Schatten hier oben, den wollen wir jetzt auch ein bisschen nachschminken. Und zwar nehmen wir einen Rosenholzton. Ich hoffe, dass ich habe extra meinen Bart hier ein bisschen abrasiert. Und gehe jetzt quasi, ich darf jetzt gleich nicht reden, gehe jetzt über meine Kontur, nicht auf die Kontur, weil da arbeiten wir gleich mit Macadamia, über die Kontur, um quasi über der Kontur einen Schatten hinzumachen. So, das muss ich mal im Mund halten. Siehst du das? Über der Kontur. Ja, genau, siehst du. Okay, jetzt können wir hingehen und das Ganze blenden. Also wir wollen das, weil wenn du das jetzt nicht blendest, haben wir einen Pamela Anderson Look. Das wollen wir nicht. Ja, also Pamela Anderson Look, das war früher. Jetzt wollen wir ein bisschen das Ganze natürlicher haben und gehen hin und blenden das. Jetzt brauche ich Wasser, jetzt brauche ich noch einen passenden Pinsel. Hier, ich nehme jetzt den hier. So, mein Contouring-Pinsel oder beziehungsweise mein Concealer-Pinsel und blende mir das jetzt einfach hier ein bisschen über der Lippe. Damit wir einen Schatten haben. Es geht darum, ich will einen Schatten über der Lippe. Ja, also wie wenn wir jetzt mit Kontur am Wang noch einen Schatten reinmachen, will ich jetzt quasi einen leichten Schatten über der, ich darf nicht reden, über der Lippe haben. Blenden, blenden, blenden. So. Darf keine Kontur mehr sichtbar sein, nur ein Schatten. So, das gleiche können wir auch noch unten machen. Ja, etwas unterhalb der Lippe. Geil. Etwas unterhalb der Lippe. Deckel ist hier. Oh, da habe ich jetzt meinen Bart nicht abrasiert. Scheiße. Okay, egal. Ach, scheiß drauf. So, etwas unterhalb. Und darum nimmt nichts so dunkel. Fangt erstmal an, wie gesagt, so ein Rosenholzton, das ist ein bisschen humaner. Und macht hier einen Schatten rein. Es geht um einen Schatten, nichts anderes. Einfach nur einen Schatten. So. So, leicht blenden. Ja. Ihr könnt auch noch mit Make-up nachher so ein bisschen drüber gehen. Ja, das aus. Wie gesagt. Es soll ein leichter Schatten sein. Nochmal, nicht komplett dunkel, weil sonst siehst du wirklich aus, als hätte jemand auf den Mund geschissen, wenn du hier so eine dunkle, braune Umrandung hast. Oder es sieht dann aus wie so ein A-Punkt-Punkt-Punkt. Das soll es nicht sein, sondern es soll nur ein Schatten sein. Ja, ein leichter Schatten. Nochmal, leichter Schatten. Kein Pamela Anderson-Effekt oder sondern leichter Schatten. Wir brauchen Höhen und Tiefen. Jetzt gehen wir den Gegenpol. Wir nehmen jetzt ein Macadamia und gehen auf die Kontur. Cappuccino-Bart. Auf die Kontur. Hier unten auch auf die Kontur. Na? Auf die Kontur. So, auf die Kontur. Das gleiche auch. Blenden. Cappuccino-Bart ein bisschen aussoften. Na? Es geht, wie gesagt, nur um Highlight. Hell hebt hervor. Und nochmal, ich schminke meine Lippen auch wieder zum ersten Mal. Wie in jedem Video schminke ich mich zum allerersten Mal selber.
Darum, wenn es keine exakte Kontur ist, scheiß drauf. Ja, in der Routine, in der Übung, wenn du das öfters machst, ich muss meine Klappe halten. Wenn du es öfters machst, dann wird das auch schöner und ebenmäßiger. So, aber dabei es geht jetzt nicht um knallrotige Lippen mit fetter Kontur. Es geht hier um vollere Lippen. Jetzt kommt Gloss. Drüber. Ja, schön glossy. Und mit dem Gloss auf die Kontur. Auf das Helle. Ja, auch direkt drauf. Ja, weil das Hell, was wir jetzt quasi umrandet haben, das Hell darf auch etwas mehr betont sein. Gloss, glossy wirkt immer voluminöser. Und durch das, dass wir jetzt quasi mit Hell, also mit Gloss, also durch das, dass wir jetzt mit Hell aufgehellt haben, Hell hebt hervor, jetzt noch ein Gloss drauf, betonen wir das Ganze noch ein bisschen intensiver. Und die Lippe wirkt voller. Wirst du gleich sehen. Ich habe jetzt gleich zwei verschiedene Lippen. Und was sagst du? Welche Lippe ist voller? Die hier oder die hier? Sieht das so aus, als hätte mir hier nicht eine Wespe reingestochen? Alter, das ist doch wie Botox, oder? Krass. That's it. Also, alles was du brauchst ist Rosenholz für Kontur, Tiefe, Macadamia für Highlight, Öffnen, Lichtreflexion, Gloss, nimm so ein zart Rosé, oder zu einer braunen Haut, passt eigentlich auch sehr gut hier so ein Lachs, so in die Richtung, oder Aprikot. Ja, glossig soll sein, auch gerne mit Schimmer. Schön auf die Lippe drauf, bis auf die Kontur, bis auf das Weiße, auf das Macadamia. Geil, oder? Schreib's in die Kommentare. Ey, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, dass du Teil der Make-Up Rocker Community bist. Ich hoffe, das Video wird dir gefallen und ich hoffe, ich kann dir immer wieder mal neue Hacks zeigen. Heute ging es um die Lippe und wie du auch deine Lippe etwas voller hinbekommst. Ich könnte mich gerade selber knutschen hier. Oh. Und auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank. Ey, das Feedback von euch, von dir, toll, mega, ich feiere es. Wenn du es feierst, feiere ich es auch. Und wenn du sagst, hey, bitte mehr davon, noch ein paar Kommentare, noch ein paar Make-up-Hacks und so weiter, gerne mehr davon, dann dein Wunsch ist mir befohlen und wir werden coole Videos machen. Also wie gesagt, vielen lieben Dank für dein Vertrauen, vielen lieben Dank, dass du Teil der Make-up-Rocker-Community bist. Bis zum nächsten Mal, Rock the Make-up, dein Make-up-Rocker.